bin ein bisschen aufgeregt. Ich begrüße euch erstmal recht herzlich zur ersten Pressekonferenz im Eiszapfen. In diesem Sinne oder in diesem Maß gab es das Ganze noch nicht. Es war bis jetzt immer oben im VIP-Raum. Zum einen begrüße ich den Trainer von Rating, Christian Sikorski, und unseren Trainer Stefan Petri. Ich würde euch bitten, die beiden mit einem kurzen Applaus einmal bitte zu begrüßen. Zum Spiel. Spiel endete 5:0 für die EG Dietz Limburg. Ich würde dann einfach anfangen mit einem Statement des Gästetrainers. Wie haben Sie das Ganze heute erlebt, gesehen? Wie war Ihre Empfindung zum Spiel? Guten Abend und frohes neues Jahr, wie stehe ich euch? Als erstes, zweites zum Spiel, gut, bestimmt verdient gewonnen, auf jeden Fall war dir besser. Läuferisch, von Tempo, von Aggressivität, ich denke, die zwei Wochen, welche waren bei uns, die Weihnachtspause, da ist viel zu viel. Wenn man, sage ich, nach zwei Wochen wird wieder so ein Spiel absolvieren, ist es sehr schwer, ins Spiel reinzukommen. Deswegen haben wir versucht, die ersten zwei Drittel irgendwo uns gut zu verkaufen. Ich denke, es war an gewissen Zeitpunkten, wo haben wir Chancen gehabt, ein oder andere Tor zu schießen. Aber in diesem gewissen Zeitpunkt, wo können wir das eventuell gute Ergebnis rauszuholen, kommt wieder eine Break oder eine andere Chance, wo die Mannschaft hat da von, ich glaube, Petr hat da das richtig alles ausgenutzt. Deswegen sage ich, von Ergebnis geht alles okay. Ich denke, wenn wir ein oder zwei Tore schießen, wird auch nicht so schlimm. Aber ich denke, habt ihr verdient gewonnen, deswegen Gratulation. Und wir müssen uns konzentrieren auf das nächste Spiel am Sonntag in Lauterbach. Danke. Danke für die Glückwünsche. Ja, Stefan. Wie hast du das Ganze erlebt heute, das Spiel? Wie war es für dich? Was ist dein Statement zum Spiel? Ja, auch erstmal von mir guten Abend zusammen und auch von mir ein frohes neues Jahr. Ich hätte schon fast wieder vergessen, wir sind schon wieder so im neuen Jahr drin. Ja, ich sehe das schon, wie der Kollege schon richtig sagt. Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, wir müssen hier als klarer Favorit reingehen. Wir haben eine kleine Serie jetzt, wir sind gut drauf. Wir haben diesen Negativtrend Schritt für Schritt abgebaut und sind wieder auf dem aufsteigenden Ast. Und genauso wollte ich auch, dass wir auftreten. Ja? Dass wir spielerisch mit Ratingen mithalten können oder besser sind, wissen wir selber. Aber das immer aufs Eis zu bringen, ist das Problem. Das haben wir zwei Drittel ganz gut gemacht. Im dritten Drittel haben wir uns wirklich darauf konzentriert, keinen Fehler mehr zu machen. Dem Steve auch seinen verdienten Shutout zu geben. Der hat uns in den letzten Wochen, auf Deutsch gesagt, so auf den Arsch gerettet, dass das auch mal gut getan hat, dass der sich den Shutout geholt hat. Ganz klar, sagt der Kollege richtig, hätte Ratingen oder hätten wir uns nicht beschweren dürfen, wenn wir da ein oder zwei Gegentore bekommen. Wir hätten aber auch im letzten Drittel, da waren so zwei, drei Szenen dabei, wo wir richtig schön Eishöhe gespielt haben, wo wir dann auch selber noch ein Tor verdient hätten. Deswegen gleicht sich das so ein bisschen aus. Das Ergebnis mit 5:0 geht für beide dann vollkommen in Ordnung. Und ja, unser Fokus liegt natürlich jetzt auf Sonntag und unabhängig vom Gegner, wer das Sonntag ist, sondern uns liegt der Fokus auf Sonntag in Bezug auf diesen Aufwärtstrend zu bestätigen und weiter in diesen Rhythmus reinzukommen. Und deswegen auch, für die ein oder andere Trainer habe ich gehört, in der Liga sagt, dass es gut getan hat, mal die Weihnachtsgans sacken zu lassen, mal ein Bierchen zu trinken. Ich finde, das ist genau das ganz Gute bei uns, dass wir eben nicht die Pause hatten, dass die Jungs nicht auf die Idee kamen, was anderes zu machen. Die hatten zwar zwei, drei Tage frei, aber sonst durch diesen Spielrhythmus sind wir jetzt drin und der hat uns ganz gut getan. Ich glaube, so eine Pause ist nämlich immer schwer zu verdauen, um dann wieder richtig reinzukommen. Ja. Dankeschön. Du hast ja schon so ein bisschen den Ausblick auf die kommenden Spiele schon gemacht. Dann, weil wir ja die seltene Gelegenheit haben, mal zwei Trainer aus Rating ein und aus Dietz hier zu haben. Ihr seid so ein bisschen auf der Hessentour gerade. Ihr habt jetzt Lauterbach am Sonntag, danach Frankfurt. Zwei vermeintlich schwächere Gegner. Wie ist dann eure Herangehensweise an die nächsten beiden Spiele? Ja gut, also da werden wir als die Favoritenrolle haben, aber ich sage, es wird nicht kein leichter Spaziergang sein. Ich sage, wir haben letztes Mal im Lauterbach haben wir uns sehr schwer getan. Wir haben, sage ich, in letzten 5 Minuten das Spiel gewonnen und deswegen sage ich, jetzt im Moment, die Liga ist so ausgeglichen, wo man sagte, okay, es sind zwei Mannschaften, welche oben bis jetzt haben sehr gute Rolle gespielt. Jetzt die Simulk hat er auch jetzt sehr gute Phase, wo man sagte, wir können jeder Mannschaft schlagen, wenn alles läuft. Wir konzentrieren uns auf unsere Spiele und ich denke, gut, wir sind die Favoriten gegen Lauterbach und Frankfurt, aber ich sage, das wird kein leichter Spaziergang sein. Der restliche sei Gegner,
welche uns erwarten. Entweder das wird Neuwied zu Hause oder Herford zu Hause, da werden wieder die Rolle umgekehrt sein. Aber ich denke, wir konzentrieren uns auf den Playoff-Platzierung, da eventuell uns platzieren, da wo im Moment wir sind, auf der 5. Position da. Aber ich denke, da ist gute Voraussetzung für uns und ich denke, im Playoff, die Karten werden wieder neu gemischt. Da ist wieder eine andere Situation, aber dafür sollen wir uns irgendwo orientieren und ich denke, von Tag zu Tag werden wir wieder besser im Spiel reinzukommen, weil ich sage, so wie der Kollege sagte, 2 Wochen Pause, also da ist für mich inakzeptabel, einfach in diesem Bereich auch irgendwo sowas zu machen, weil ich sage, man arbeitet bis Dezember irgendwo so die ganze Zeit da oben reinzukommen und nach 2 Wochen Pause. Gut, wenn einer sagte, ob das ist gut, ich sage, ist das schlecht. Also für uns war das wirklich schlecht. Danke. Dankeschön. Stefan, Sonntag, Neuwied, wie ist da die Herangehensweise? Wie ist der Ausblick? Heute noch ein paar Erkenntnisse bekommen? Ehrlich gesagt, das habe ich eben schon mal so versucht, ein bisschen anzudeuten. Es ist uns ehrlich gesagt egal, wo wir am Sonntag sind und wer am Freitag kommt. Wir dürfen nicht vergessen, am Freitag kommt Hamm. Ich glaube, Hamm wird uns versuchen, da die Schmach in Anführungsstrichen, die sie da bekommen haben, weil sie die erste Heimniederlage bekommen haben, wieder gut zu machen. Und egal, ob der Gegner Sonntag Frankfurt oder Neuwied heißt, wir versuchen, auf unser Spiel zu gucken. Wir wissen, wie der Kollege schon sagt, wenn wir in unserem Flow drin sind, wenn wir in unserem Rhythmus drin sind, und den haben wir jetzt langsam, aber wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen, dann können wir jeden Gegner schlagen, aber wir können auch gegen jeden Gegner verlieren. So, und deswegen nochmal, ist es egal, wo wir am Sonntag hinfahren. Wenn wir nach Frankfurt fahren, wollen wir da gewinnen, ich und die Mannschaft. Und wenn wir Sonntag nach Neuwied fahren, wollen wir natürlich auch da gewinnen. Deswegen ist der Gegner erstmal am Sonntag, ehrlich gesagt, zweitrangig. Jetzt haben die Fans die Möglichkeit, die eine oder andere Frage zu stellen. Gibt es Fragen, offene Fragen von euch? Niemand? Gut. Tom? Nein. Tom, gut. Hätte ich beinahe übergangen, es tut mir leid. Dann bedanke ich mich bei beiden Trainern, wünsche beiden noch eine erfolgreiche und gute und eine verletzungsfreie Saison. Und, ich passe auf. Ja. Passt beinahe auf, gut. Wünsche euch noch eine gute Heimfahrt und Dankeschön für die kurze Unterbrechung.